Am Freitagnachmittag ereignete sich ein dramatischer Vorfall, als ein Autofahrer in die falsche Richtung fuhr und einen Zusammenstoß auf der Autobahn 13 auslöste. Dies teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei dem RBBMIT, nachdem die Behörden bereits auf die Anwesenheit der Fahrers aufmerksam gemacht hatten. Kurz darauf wurde ein Unfallbericht über denselbe Autobahnabschnitt veröffentlicht. Der Geisterfahrer, ein 84-jähriger Mann, war berichten zufolge auf dem Weg von Berlin nach Dresden, als die Werbler Fender tat begging. 10.